Tagesmagazin. Rezeptfrei Pille danach. Wer übernimmt Aufklärung und Verantwortung? Im Studio eine Apothekervertreterin und eine Gynäkologin. Und gefährliche Gewürze. Wie pestizidbelastet sind unsere Küchenkräuter? Heute mit Martina Rupp. Guten Abend bei Konkret. Seit einem Monat ist die Pille danach rezeptfrei in unseren Apotheken zu erhalten. Das Medikament Wickela gilt als Präparat für Notfälle und soll keinesfalls die Pille zur Empfängnisverhütung und schon gar nicht die Verwendung von Kondomen ersetzen. Aber wer klärt jetzt über die Wirkung des Medikaments auf? Das fragen wir gleich nach der Schaltung in den Newsroom. Was sind heute die Themen der Zeit im Bild, Daniel Spera? Ja, die Hilfe für das vom Erdbeben schwer getroffene Haiti läuft nur schleppend an. Es gibt kaum sauberes Trinkwasser und viel zu wenig Lebensmittel. Wir berichten aus Haiti und aus den USA, wo Präsident Obama eine Steuer für Großbanken einführen will. Und wir erwarten eine Reportage aus Los Angeles über die Vorbereitungen für die Verleihung der Golden Globes. Bis später in der Zeit im Bild. Danke, Daniel. Österreich liegt, was die Abtreibungszahlen betrifft, im europäischen Spitzenfeld. Dass immer mehr junge Frauen zwischen 14 und 19 eine Schwangerschaft abbrechen, sehen viele Mediziner im mangelnden Wissen über Verhütung und Verhütungsmittel begründet. Seit Dezember ist ein Präparat als Pille danach nicht mehr rezeptpflichtig. Marvin Wolf berichtet. Egal ob Pille oder Kondom, keine Verhütungsmöglichkeit ist hundertprozentig sicher. Deshalb haben Pharmafirmen die Pille danach entwickelt. Seit Dezember ist sie auch in Österreich frei erhältlich. Also es ist nicht Sinn und Zweck, dieses Medikament auf Vorrat zu Hause zu haben. Aber ein Präparat, wenn man eine Anwenderin von einem Kondom zum Beispiel sonst nichts zur Verhütung heranziehen möchte, ist es sicher sinnvoll, mit dem betreuenden Facharzt übereinzukommen, dass diese Notfallmedikation, in dem Fall das Levonorgestrel, zu Hause vorliegt. Levonorgestrel ist der Wirkstoff in der einzig rezeptfreien Notfallpille. Aber das Arztgespräch ist seit kurzem eben nicht mehr verpflichtend. Also ein Präparat mit dem Namen XY kann rezeptfrei gestellt werden. Dann ist auch tatsächlich nur dieses Präparat mit diesem Wirkstoff rezeptfrei gestellt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein Unternehmen für einen Wirkstoff eine Rezeptfreistellung beantragt. Wir haben ja mehrere Arzneimittel mit demselben Wirkstoff, die unter unterschiedlichen Namen laufen, so auch bei der Pille danach. Und wenn dieser Antrag gestellt wird über die Wirtschaftskammer, dann würde sozusagen der gesamte Wirkstoff freigestellt und alle Präparate, die diesen Wirkstoff haben mit unterschiedlichen Namen, wären automatisch auch rezeptfrei. Aber wissen das auch die Apotheker? Seit der Umstellung liegt die Verantwortung der Patientenaufklärung bei Ihnen. Wir wollen es genau wissen und machen heute Nachmittag einen Testkauf. Grüß Gott, eine Frage. Ich hätte gerne die Pille danach. Mhm. Haben Sie die da? Ja. Wie funktioniert das? Im Normalfall sollte man es nicht nehmen, sozusagen, sondern im Notfall sozusagen. Ja. Und dann sollte man es möglichst rasch nehmen, innerhalb der ersten 24 Stunden. Okay. Welche Hinweise hat man dir gegeben? Dass ich sie sofort nehmen soll, am besten 24 Stunden danach. Und am besten hätte ich sie gleich da drin noch nehmen können. Irgendwelche Hinweise auf Risiken oder Nebenwirkungen? Nein, eigentlich nicht. Wickela und Postinor sind schon länger zugelassen und kosten in der Apotheke 11,90 Euro. Ella One ist seit 1.1. neu auf dem Markt und kostet in etwa 35 Euro. Also bei dem einen besteht ja Rezeptpflicht bei dem Ella One, da informieren Ärzte weiterhin darüber, dass es unter Umständen kurzzeitig zu Kopfschmerzen, Übelkeit kommen kann. Das sind aber sehr leichte Nebenwirkungen, die eigentlich zu 90% in kürzester Zeit wieder verschwinden. Dieses Nebenwirkungsprofil kennen wir schon von der alten Pille danach, aus dem Levonorgestrel-Präparat. Auch hier sind geringgradige Nebenwirkungen mit Übelkeit, leichten Kopfschmerzen. Aber auch in der Wirkung besteht zwischen den Präparaten ein großer Unterschied. Der große Unterschied ist, dass das bereits seit langem existierende Wickela ein reines Gestagen ist, sehr bekannt in seiner Wirkungsform und ausschließlich darüber wirkt, dass der Eisprung gestört wird, während das neue Präparat tatsächlich weitgehend auch die Einlistung behindert, sodass moralisch gesehen natürlich das Ella One sehr viel problematischer ist. Inwiefern? Weil man natürlich argumentieren kann, dass hier die Befruchtung schon stattgefunden hat und die Einlistung in Vorbereitung ist und diese Einlistung jetzt durch dieses Präparat gestört wird. Das neue Präparat hat aber auch einen Vorteil. Die Pille ist bis zu 5 Tage danach noch anwendbar. Österreich ist übrigens kein Vorreiter. In 15 anderen EU-Ländern ist die Pille danach oder Notfallpille längst auch ohne Rezept erhältlich. Im Studio bei